zuerst dachte ich mir, ist es ein Bühnenbild? Und dann dachte ich mir, es ist das Gegenteil von einem Bühnenbild, weil es einfach so sehr beherrschend und sehr viel einfach im Grunde schon erzählt. Das braucht gar keine Akteure. Ich meine, man könnte sich schon auch, keine Ahnung, Hamlet hier drin vorstellen. Ich komme jetzt vielleicht gerade auf Hamlet, weil ich irgendwie diese viele gesehen habe, die Inszenierung, die Bochumer Inszenierung ja auch nur dann per Video gesehen habe und die ja mit ganz wenig Bühnenbild auskommt. Ne? Also eine fast nackte Bühne nur mit dieser Wand. Aber man könnte sich hier... Ja, aber vielleicht wird Hamlet aufgelöst in der Installation des Raums. Ja. Also dass du eigentlich gar keinen Schauspiel brauchst, weil das schon immanent ist in dem Kunstwerk selbst. Ja. Ja. Was mich so fasziniert, immer, ich bin eigentlich gar nicht so, hat mich vorher nicht so groß interessiert, so diese abstrakte Malerei und diese Farben, aber ich war in Düsseldorf vor 4, 5 Jahren. Da habe ich zum ersten Mal so eine Arbeit gesehen, die quasi innerhalb eines Raumes oder diesen Raum so ausfüllte. Und ich finde, es ist, hat so eine Freiheit, in der man sich bewegt. Und es hat so was, also es hat wirklich was mit dem Raum zu tun, auch den Katharina schafft durch diese Farben auch. Ja. Mhm. Und das hat mich so fasziniert. Und hier finde ich es natürlich noch faszinierender, weil dieser große, ja, es ist ja eigentlich ein Bahnhof, ne? Es ist als Bahnhof gebaut worden. Und es ist auch für diesen Raum hier konzipiert und gemacht. So. Ja. Nimmt die Bewegung auf und Bewegung raus. Ja, eigentlich heißt es ja wie beim Bahnhof auch, du fährst los. Genau, ne? genau das hat es so auch. Wie wir jetzt stehen, zumindest. Okay, der Zug würde jetzt eben hier raus. In dieses schreckliche Halle Viertel rollen. Da hinten, da möchte man da nicht weitergehen. was verbindet ihr mit dem Ort hier? Für mich ist es Eisenbahngeschichte. Also es ist ja ein Bahnhof, der nie in Betrieb genommen worden, weil der war ja schon überholt, als er wie andere Bahnhöfe auch so ähnlich wie mit dem BER ist das ja. Berliner Geschichte, genau. Die Berliner Geschichte der unvollendeten Verkehrsbetriebe. Aber und gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass wir lange darum gekämpft worden, dass es ein Kulturort ist. Die Textur hat das natürlich vom Eis, ist Eis. Ja. Aber warum, also sagen, was ist die Reibung mit der Farbe? Es ist ja auch so ein bisschen pervers, ehrlich gesagt. Also so ein Eisberg, im Zeitalter der schmelzenden Eisberge, mit Graffiti beschmiert, also was irgendwie, du meinst, was Urbanes hat. Ja. Das hat schon so eine Note, die irgendwie, auch wie so die Faust, so bam, irgendwie, das ist... Es ist ja irgendwie ein Styropor, das schon recycelt ist oder wieder recycelt wird. Ja, ich meine jetzt mal so ganz auf der symbolischen Ebene hat das was Krasses einfach, also weil es im Grunde eben die Assoziation des Eises weckt und doch extrem, also man denkt so jetzt nochmal der Natur eins drüber gebraten sozusagen mit dieser extrem urbanen Farbigkeit. Geht es euch nicht einfach auch so, dass ihr euch erstmal ein bisschen überwältigt seid von dem hier? Dass es eben so das ist, wer bin ich in dieser Skulptur? Also das ist ja eine, und wie verhält sich es mit der Distanz, mit den Möglichkeiten zur Distanzierung, mit der Möglichkeit, ist jetzt gar nicht unbedingt so negativ gemeint, sondern einfach, was macht das eigentlich mit einem, diese wahnsinnige Größe? Komischerweise habe ich das hier überhaupt nicht. Nee. Ja, ich meine, du hast schon gesagt, Freiheit, das würde ich damit auch verbinden. Also so mein Gefühl von, man kann reingehen und es geht auf. Und also ich meine, ich habe schon das Gefühl, es hat eine Größe, die ich nicht in Gänze erfassen kann und die vielleicht auch mein Verstand oder meine Sinne nur in Teilen erfassen können. Aber es überwältigt mich nicht. Freiheit wäre jetzt nicht mein Problem bei dem Ganzen sozusagen, aber ich würde es auch nicht als Freiheitsgefühl beschreiben, was ich hier erlebe. Mhm. Als was würdest du es beschreiben? Es ist beeindruckend erstmal. Also ich finde es erstaunlich, es ist verblüffend. Ich komme rein und bin wusch, so ein großes Ding. Es hat die Dynamik, es ist wahnsinnig. Es ist eben, deswegen meinte ich, es ist ein Bühnenbild, das aber nicht kein Bühnenbild ist, weil es einfach schon sehr viel erzählt. Es ist sehr definiert. Mhm. Ja. Und natürlich, was schön ist, es wechselt die Perspektiven und man erfährt es dann sozusagen immer wieder anders. Das ist vielleicht das Freiheitsgefühl, kann ich mir vorstellen, dass du das vielleicht darunter verstehst, so dieser Wechsel. Und
da drin, aber es ist jetzt nicht ja, etwas, wo ich jetzt sagen würde, das stellt für mich so eine Allegorie der Freiheit oder so irgendwie dar, oder keine Ahnung. Ich meine, letztendlich ist es ja ein enger, definierter Raum, so ein Kunstraum, ne? Also alle müssen irgendwie eine Karte bezahlen und müssen dann rein und es ist irgendwie, nicht jeder kommt über die Schwelle und so, ne? Und dann bist du hier drin und dann hast du aber so eine Art, ja, doch so eine Freiheit, ne? Also auch mit dieser Tür hier, dass die halt offen ist. Ich habe die noch nie offen gesehen. Ich meine, in so einer Größendimension zu arbeiten, ist natürlich was, was Künstlerinnen mit kleinem i in der, ne, ich bin keine Kunsthistorikerin, von der kann ich hier nur so ein bisschen dilettieren, aber eher nicht zugestanden ist, sozusagen. Ne? Also, ja, du musst dir die Freiheit erstmal nehmen, das so zu machen. Ja, da sehe ich, und ich auch glaube, das ist, da sehe ich genau, das ist, und das ist nicht toll, selbstverständlich, auch heute nicht. Ja, also, absolut, das so, ja. Also es hat ja auch viel mit Infrastruktur zu tun und so, das musst du dir auch erstmal. Ja, genau, genau. Genau, das hat natürlich was mit Ressourcen, mit Infrastruktur auch zu tun. Die große Geste wagen, so, ja. Das, ist, das würde ich auch sehr so sehen. Das ist schon toll, dass es irgendwie gelingen kann, ja, dass man das dahin kommt, das einfach zu machen. Ja, ja. Also, das meine ich auch mit Freiheit, also dass du die Freiheit hast, mal, du kannst was Großes machen. Ja. Also das Ja, aber es ist ja ein Unterschied, ob ich jetzt eine Freiheit, die ich als Betrachterin habe, oder die Freiheit, die die Künstlerin sich nimmt, oder die Freiheit, die das Kunstwerk vielleicht irgendwie darstellt, spreche. Das sind ja, unterschiedliche Sachen. Aber ja. Der Kunst, die sich auch damit eigentlich im Grunde in die Richtung geht, zu sagen, irgendwie, da gibt es einen totalen Konflikt oder eine, einfach einem vor die Augen führt, was machen wir mit Landschaft, was machen wir mit Bodenversiegelung, was machen wir mit, ja, mit unserer Umwelt. Ja? Da ist, es ist ja auch eine feindliche Farbe. Also für mich ist es, die Farbe ist ja nicht irgendwie heimelig oder so, sondern es hat so was Krasses einfach. Was, ja, ein, was ich mit Urban Chemie beschrieben habe, es ist Chemie, es ist ganz klar so, ich drücke jetzt hier den Boden hier meinen Stempel auf und besetze ihn erstmal. Und es ist eben dicht, es ist zugesprayt, es ist eben nicht irgendwie offen mit Lücken und Atmung und Dialog mit der also es hat wenig mit Dialog zu tun, sondern einfach nur ein ganz straightes Statement. Und das meinte ich mit dieser Provokation, dass es eben nicht, es lässt dann nicht kalt oder so, es ist irgendwie, es ist auch eine Ohrfeige, ja, es ist nicht nur, es ist nicht lieblich oder irgendwie angenehm oder so. Nee.